Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Kingdom of the Fire the Crusaders. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen so Geheimnisse erfahren hier vom Papst und auch von Hauptmann Walter, dass er sich etwas daneben benahm. Wir gehen mal in die Kaserne und wollen etwas aufleveln. Denn ihr wisst ja noch, dass ich ein paar Sachen hier vorbereite. Ja, dass ich hier die beiden Reservetruppen noch etwas auflevel. Aber erst einmal stürzen wir uns auf Kendall. 38 ist okay, annehmbar. Weil in den Missionen, die jetzt kommen, sollten wir immer dafür sorgen, dass wir als allererstes Kendall aufleveln. Den Rest können wir dann noch immer anderweitig gebrauchen. Meine Paladine sollten auch ein bisschen höher sein. Wir brauchen jetzt Heilig auf mindestens 10. Ich habe es mal auf 11 gepackt, dann ist es noch etwas stärker. Weil ab Heilig auf 11 können wir auch heilen und Segen wirken. Heilen und Segnung oder so ähnlich, wie das ausgesprochen wird. Ich bin mir da gerade beim Namen nicht ganz so sicher. Sorgt dafür, dass wir eine verstärkte Form von einem Heilzauber haben. Stufe 30, annehmbar, alles okay. Schauen wir uns die Mörser an, die sollten jetzt hochgehen. Stufe 40, ebenfalls in Ordnung. Dann kümmern wir uns um unsere Reservetruppen, dass die noch ein bisschen Erfahrung kriegen, dass die mir nicht immer am Himmel sofort abscheißen, so abschmieren. So, als nächstes schauen wir uns die Ausrüstung an von Kendall. Ich glaube, bei Kendall wollte ich die Ausrüstung aber lassen. Ach, ich hatte ja gesagt, ich kümmere mich jetzt, weil wir eine Nebenmission haben, erstmal nur um die Ausrüstung von meinen Lufteinheiten. Ich erinnere mich gerade wieder. Die Mörser, es waren ja mal Mörser. Die Flügelbomber levele ich jetzt so hoch, dass sie eine Waffe haben mit Trefferprozente plus 25%. Trefferpunktrate. Dann kann ich die alte Ausrüstung verkaufen. So. Ich weiß, die Waffe hat einen niedrigeren Wert ansonsten, aber die Trefferpunkte machen sich bezahlbar. Gut, das hier können wir so lassen. Dann gucken wir mal, was wir bei den Mörsern verbessern. Sieht aber alles momentan gut aus. Ansonsten spare ich mein Gold, weil ich nämlich einen kleinen Reserveersatztrupp später noch brauchen werde. Das werdet ihr dann noch feststellen, warum dem so sein wird. Warum das so sein wird, ja, warum dem so ist. EP-Gewinn ist auch günstiger zu lassen. Aber vielleicht, ja, eine bessere Rüstung. Stufe 27er Rüstung, dann können wir die alte auch verkaufen. Viel leveln ist momentan nicht, weil wir können echt wirklich sparen, was sonst das Zeug hält. Gucken wir, was wir hier bei den Bogenschützen verbessern wollen. Ob wir da einen besseren Bogen haben. Wir wollen EP gewinnen lassen. FP gewinnen ist zwar auch gut und wichtig, aber die EP gewinnen sind hier weitaus mehr von Vorteil. Gut, schauen wir uns noch unsere eigenen Truppen an, dann gehen wir mit der Rüstung auf Stufe 29 hoch, verkaufen jetzt die alte, den Rest des Goldes, investiere ich in die beiden Offiziere von Kendall, obwohl ich glaube, dort auch momentan nicht. Ach, Duane müssen wir mal aufleveln. Gut, dann gehen wir Duane hier mal Stufe 10 Kriegsflegel. Was können wir hier noch verbessern? Geben wir ihm eine Augenklappe? Das ist mir bis heute nie aufgefallen, dass er eine Augenklappe trägt. Und ich habe das Spiel schon so viele Jahre gespielt. Und die Rüstung verbessern wir beim nächsten Mal. Dann haben wir doch wieder gut alles investiert. Und es geht ab zum Haupttor. General Kendall, mein Vater, hat er... Im Moment ist alles unklar. Glaubt nicht alles, was ihr hört. Wir werden gehen und uns mit eigenen Augen überzeugen. Ja, weil es sieht momentan ja so aus, als ob Hauptmann Walter ein Verräter ist. Velond bekämpft seine Rebellen, General. Rebellen? Die Kaedes, glaube ich, eine Hexgruppe, die sich gegen die Herrschaft durch die Halbvampire auflehnt. Das ist kaum verwunderlich. Sie sind für ihre Zänkereien untereinander bekannt. Jo, das stimmt auch. Endlich einmal ist das Glück auf unserer Seite. Wir gehen nach Novart, während sie anderweitig beschäftigt sind. Wir gehen jetzt noch nicht nach Novart, weil dort haben wir einen Wendepunkt in der Handlung. Deswegen empfiehlt es sich auf jeden Fall, morgen reinzuschauen. Wenn ich das morgige Kapitel hochlade. Heute gehen wir nur nach Bronzewood 2, um hier ein bisschen, ja, wieder eine Mission abzufüllen. Abzufüllen, ja, was ein Quatsch. Alle Feinde vernichten, der Feind ist in der Überzahl, nutzt den Wald zu eurem Vorteil und Vorsicht, feindliche Lufteinheiten. Jawohl! Es ist eine Mission, bei der wir wieder ein bisschen Erfahrung und Gold farmen können, deswegen habe ich diese gewählt. Weil es empfiehlt sich, diese Mission hier vor Nova zu spielen und sich dann auf jeden Fall um Kendalls Trupp zu kümmern mit dem Aufleveln. Das werdet ihr noch früh genug sehen, warum das so entscheidend und wichtig ist. Jetzt
geht es erstmal in den Wald. Geschlossene Formation mit den Paladinen und Kendall. Und dann lenken wir alle erstmal hier in den Wald hinein. Bewegung! Das Interessante an dieser Mission ist, die ist relativ ruhig am Anfang von der Atmosphäre. Und so wie die Gefechte losgehen, dann hören wir die ersten Schlachttöne. Die Paladine halten an. Kendall hält auch an. Denn ich locke den Feind jetzt zu mir in den Wald. Und es geht los. Wir sind im ersten Kampf drinne, direkt von allen Seiten Truppen. Und da haben wir auch schon den ersten Anführer, den ich ausschalten kann. Komm mal her, komm mal her. Hey, warte. Ich weiß, normalerweise bei einem Hack'n'Slayer würde man ja erwarten, ich levele auf und so weiter. Sorge das für. Oh Gott. Hier, wir sind umzingelt. Ich muss schnell ein paar Anführer ausschalten. Ja, also dass man normalerweise jeden Feind einzeln tötet, das kann man auch machen, aber das Spiel wird ungnädig, wenn man sich so viel Zeit lässt, wie ihr gerade sehen könnt. Vielleicht werde ich jetzt gleich mal die Paladine zur Hilfe holen, weil es scheint so, als ob die sich noch nicht in einem Gefecht befinden. Aber erst einmal schalten wir hier diese Puppen aus. So, wen haben wir noch? Ah, schon wieder neue Feinde. Okay, Paladine, jetzt können wir mal Segnen und Heilen verwenden. Das ist der mächtigste Unterstützungszauber im gesamten Spiel. Der sorgt nämlich dafür, dass eure Energie sich kontinuierlich wieder regeneriert, wie ihr sehen könnt. Ein erheblicher Schaden wird dadurch hervorgerufen, wenn ihr zum Beispiel gegen Untote, also die Ghule, kämpft. Hier haben wir einen Ogre, den schalten wir aus. Es ist wirklich bei so einer Mission von Vorteil, wenn man sich auch ein bisschen um die Anführer kümmert, weil sonst ist man, aufgeschmissen. Und aus der Entfernung werden wir angegriffen von Lufteinheiten, von Fernkampfeinheiten. Bei dieser Mission empfiehlt es sich halt, wie gesagt, im Wald zu bleiben und die Stellung zu halten. Und das sah doch gut aus. Jetzt in den Wald und wir heilen uns neu zusammen. Ich verliere ja sonst Sturmreiter. Mit den Paladinen nochmal heilen und segnen. Oder segnen und heilen. So herum. Irgendwie kommen meine Sturmreiter dann nicht weg. Warum auch immer. Wir gehen jetzt gegen die Bogenschützen vor. Ja, anscheinend habe ich sie nicht retten können. Nee, egal. Aber danach haben wir auch die Mission fast abgeschlossen. Wir haben auch da nochmal Lufteinheiten vor uns. Die werde ich jetzt mit den Bogenschützen abschießen. Und wir sind im Kampf gegen die Bogenschützen hier. Wir werden aber auch von anderen Pfeilen abgeschossen. Deswegen sollten wir uns hier beeilen, diese Gefechte so schnell wie möglich zu beenden. Was haben wir hier drüben? Hier haben wir wieder ein ganzes Ork-Bataillon. Da hinten sind noch mehr Orks. Und es kommen aus der Entfernung immer weitere Orks. Ihr seht, bei dieser Mission haben wir ziemlich viele Feinde und Gegner hier vor uns, die auf uns nur so warten. Muss mal gucken, wie ich mich selber hier schlage gerade. Weil, ja, der Feind ist dabei, mich sonst zu überrennen. Ja, wir haben sie erwischt. Dieses Bogenschützenbataillon und diese Ork-Bataillon habe ich jetzt auch gleich ausgeschaltet. Und dann können wir uns auf die nächsten stürzen, die aus der Entfernung schon meinten, sie müssten mich angreifen. Nein. Ich habe ihnen schon einen Schaden zugefügt mit Candy. Obwohl wir gar nicht im Gefecht mit ihnen sind. Ihr seht, hier ist eine kleine Limit, immer wenn man sich in einem Gefecht befindet, wo man sich hinbewegen kann, wo nicht. Sieht momentan gut aus, es ist halt nur schade um die Sturmreiter, dass ich die so früh verloren habe. Aber das lässt sich leider nicht mehr ändern. Irgendwie kann ich diesen Anführer hier auch angreifen, obwohl wir gar nicht in einem Gefecht mit ihm sind. Das Spiel glitscht hier gerade, das nutze ich zum Vorteil und habe ihn getötet. So, wer lebt denn jetzt hier noch? Warum braucht ihr so lange so jämmerliche Elfen hier auszuschalten? Na toll, weil es die Anführerin ist. Na super, ich finde jetzt die Anführerin. Das bringt natürlich gar nichts. Und wir sind schon wieder in einem Gefecht, dieses Mal mit Untoten. Aber jetzt werden wir erstmal die Anführerin hier töten. Und da haben wir auch einen Skorpion. Ihr seht also, hier geht's auch nicht zur Sache. Hey, was soll denn das? Da steht mich schon mit seinem Schwanz. Aber, Kendall, du bist gut gerüstet. Ich muss mal nur dann demnächst gucken, ob ich nicht vielleicht ein bisschen meine Sturmreiter verbessern kann, weil sonst verliere ich die ja immer mehr. Okay.
schalten wir diesen Skorpion aus, dann sammeln wir uns, heilen uns, was auch immer. Und wir können uns auf die nächsten stürzen. Da hinten wird irgendwas gezaubert, was auch immer. Da sind Skorpione, aber jetzt schalten wir erstmal die Bogenschützen aus, die mich schon die ganze Zeit dort störten. Dann sind die Skorpione dran und ich glaube, dann könnte auch schon die Mission fast fertig sein. Yeah! Also es ist heute eine kurze Mission, es ist ja auch nur eine Nebenquest. Morgen, wie gesagt, weil das beim morgigen Kapitel, was ich hochladen werde, ich nehme es ja dann nicht auch heute auf oder mit Bogenschützen gleich, Anführer gleich gefunden. Haben wir auf jeden Fall ein ziemlich langes Kapitel mit einem Wendepunkt. Aber jetzt erstmal kümmern wir uns hier um die Bogenschützen. Alles klar, ausgeschaltet. Auf zu den Skorpionen. Schalten wir erstmal Data aus. Wir können hier irgendwo mittendrin rein heilen. Wie gesagt, ärgerlich für meine Sturmreiter, aber naja, man kann nichts machen. Mal ganz kurz auf die Karte lunzen. Ich glaube, das sind wirklich die letzten beiden Gegner. Wir haben die Wellen ganz gut ausgehalten. Ihr seht es also. Mit so einem Leveling-System, was ich jetzt schon hatte, sind wir gut vorangekommen. Auf zu dem letzten Skorpion wahrscheinlich. Ja, hier ist hier, sind ja auch ordentlich genug Truppen gefallen. Das Ganze war ja schon ordentlich ein Chaos hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob danach noch etwas geschieht oder ob es das war. Na komm her, du blöder Skorpion. Ich werde dich. Und das war's. Mission erfüllt. Eine Nebenmission. Aber da, wie ihr sehen könnt, konnte man gut Erfahrung und Gold farmen. Schade halt, wie gesagt, nur um die Sturmreiter, aber das macht nichts. Und ich kann euch gleich eins sagen, wir nähern uns auf dem Finale von Kendalls Kampagne. Es sind, glaube ich, jetzt noch 4 oder 5 Missionen. Wie dem auch sei, wir gehen zurück nach Ecclesia, um uns vorzubereiten. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal, wenn wir eine sehr entscheidende Story-Mission vor uns haben, die die ganze Handlung umwirft. Bis dann, Leute!